Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Da filmt man einmal alleine mit der GoPro. Warte mal, ich muss sie erstmal kurz ausrichten. Ja, und zack, funktioniert das Ding nicht und wir müssen das ganze Intro noch zweimal machen. Man fehlt zweimal, ja. Ja, das ist leider immer das Problem mit der Technik. Aber was soll's, wir sind motiviert. Also, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben noch so ungefähr 4 Wochen bis zur Essen Motorshow. Das heißt, wir haben so viel Langeweile. Genau. Das war jetzt das letzte Auto, was aktuell eigentlich fahrbereit ist und unangetastet ist, auch noch unter die Lupe nehmen. Nein, wir machen heute Folgendes. Und zwar gehen wir heute ein paar Felgen für den Oma-Golf an. So, Marius packt ihn gerade aus. Und zwar haben wir hier ein paar 17 Zoll BBS Le Mans in 500. So, diese Felgen haben ein bisschen Geschichte hinter sich. Das heißt, ich hatte die irgendwann mal für meinen Golf 2 gekauft. Ich hatte auch mal einen Golf 2. Wir können ja mal so ein Foto hier einblenden. Wie lange ist das her? Ich würde sagen, Minimum 8 Jahre. Oh, mindestens so in dem Dreh. Das war so unsere Anfangszeit, glaube ich. Genau. Ich glaube, über Facebook haben wir da noch geschrieben. Ich würde sagen, so 8 Jahre. Irgendwann habe ich dann aufgrund von der Limo den Golf wieder verkauft. Und dann kam Marius und wollte unbedingt die Le Mans Felgen für sein Auto haben. Weil selbst damals war es schon nicht so einfach, BBS Le Mans in 500 zu kriegen. Ne? Nee, ich war auch einer, wo immer, also ich würde mir niemals eine Fake-Felge draufziehen. Mhm. Also wenn es jetzt, dann spare ich halt, muss ich ein Jahr sparen, 2 Jahre, keine Ahnung. Aber es gab ja früh schon diese Nachbauten. Das war mir nie was und dann, ja. Also ja, bei einer BBS Le Mans, das ist irgendwie, die kostet Geld. Verliert aber wirklich kein Geld. Ja. So, für mich, ne? Ist auch bis heute unter den, also, ich, also Top, also wenn nicht sogar meine Top-Felge, auf jeden Fall unter den Top 2 oder 3. Also definitiv. Oder mal anders formuliert, es gibt wirklich nur ganz, ganz, ganz wenige Autos, wo eine Le Mans-Felge einfach gar nicht drauf geht. Ja. Also eigentlich passt diese Felge wirklich auf alle Fahrzeuge. Und ich weiß noch, damals lagen so Felgen in 8,5x19 und so weiter, lagen immer so bei 1200 Euro. Ich weiß noch, ich habe die 9,5x19 für meine Limo, die ich bis heute habe, habe ich damals, glaube ich, sogar für 1100 abgeholt in Bielefeld. Den Satz? Ja. Boah, das zahlst du heute ja fast vor. Genau, heute, obwohl sie heute wieder gebaut nicht, werden. Damals wurden sie nicht gebaut. Das war die Zeit, wo es keine neuen Le Mans gab. Man konnte nur Gebrauchte kaufen. Ja, und heute kostet so ein Satz in 17 Zoll garantiert schon, keine Ahnung, 2.500 Euro. Ja, je nach Zustand, Minimum, ne? Aufbereitet, ja, so zwischen 2 und 2,5 hätte ich gesagt, ja. So, und nach oben hin keine Grenze, da gehen auch schnell mal Sätze so für 4. Ich habe die damals 3,5 gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es waren auch damals irgendwas zwischen 1,5 und 2 oder irgendwie. Nee, ich würde sagen weniger, irgendwas zwischen 1200 und 1500. Ja, das waren immer so die Preise damals. Ja, aber ich weiß, du hast mir geschrieben und das war dann in diesem Monat nicht mehr drin. Ich weiß, dann habe ich jetzt noch ein bisschen gewartet, aber du warst so freundlich. So, damals waren die auf jeden Fall noch Originalbett, Original Stern Goldmatt. Genau, so wie diese 090 heißt sie ja, meine ich, in dem Fall original war. Ne? So, dann haben wir sie irgendwann mal für die Essen Motorshow für deinen Golf orange gepulvert. Mhm. Weil man muss dazu sagen, es war jetzt nicht so, wenn eine perfekt goldene Felge orange gemacht haben, die hatten halt ja schon ein bisschen gelebt. Die hatte schon Historie, ja. Und deswegen haben wir dann überlegt, ich hatte damals zu weiß tendiert, das wollten wir dann irgendwie doch nicht und dann haben wir so orange gemacht, was ja auch okay war. Orange war geil, also passte zu dem Auto gut und jetzt haben wir uns überlegt, damit die Felge mal wieder ein bisschen einen Einsatz bekommt, machen wir sie silber, beziehungsweise haben wir sie silber gemacht. Wie ihr seht, ist auch ein schöner Silberfarbton geworden, finde ich. Ja, ist witzig, so ein bisschen blau-silber so, ne? So, bevor wir die jetzt hier aber reinstecken können, haben wir von Panzer. Panzer hat nämlich diese Felge poliert. Also, und der ist wirklich... Was, ja, ist jetzt vom Reifenabziehen ein bisschen zu. Ja, genau, draußen, was Felgen polieren angeht, ist der Typ wirklich einfach nur brutal. Grüße gehen raus. Krass, so, das heißt, die sind so gut poliert... Gut poliert im Sinne von, die Oberfläche ist so glatt und so verschlossen, dass man jetzt mit seiner sogenannten Schlumpfwichse, so nennen die, er wird uns gleich hassen, weil wir nehmen dafür ein Mikrofasertuch. Normalerweise hat er auch ein spezielles Tuch dafür. Ja, so ein Filz. Also da geht man auf jeden Fall einfach nur einmal rüber und schon sieht das Bett wirklich wieder neu aus. Ne? Das stimmt. Also das hat er schon krass gemacht. Das Traurige ist, bin die Felge dann nicht 1 Meter gefahren. Ne? Also einmal Messegelände sind wir gefahren und dann hat es in der Ecke rumgelegen. Aber es ist schon, ist irgendwie auch ein witziges Zeug, weil man hat das Gefühl, es bringt nichts. Ja, nee, aber es ist schon so, dass man mit wenig Aufwand da relativ schnell richtig Glanz wieder rausholt. Ne? Wahrscheinlich lacht er sich jetzt gerade am Bildschirm tot, wie ich die. Man sieht ja schon, dass man so minimal abträgt. Ne?
dementsprechend ist dann das Ergebnis auch echt wieder krass. Ja, also man sieht halt wirklich gleich, geil, dass wieder glänzt hier, ne? Jetzt seht ihr hier auch meinen GoPro-Mod mit Mikrofon und Lampen dran. Ja, pass auf, so. Da drauf kommt am Ende der neuwertige, diese Michelin-Pelle. Die waren eigentlich auf dem Abarth. PS4, korrekt, ja. 245, bevor ich auf Semis gegangen bin. Fuhr ultra geil. Einer meiner, ich sag jetzt mal, Favoritenreifen, wenn es jetzt nicht maximale Traktion geradeaus haben soll. Geradeaus, brauchen wir uns nichts vormachen, funktioniert ein Torio einfach am besten. Aber für die Optik und damit es geil aussieht, denke ich mal, so mit dem Reifen auf jeden Fall schon ganz vorne. Ich glaube, es ist für das Auto auch ein guter Kompromiss, ne? Ja, ja, das denke ich auch. Der hat zwar noch hier so ein paar Runden Bilzer Berg auf sich. Das ganze Pickup hier müssen wir erstmal runterfahren. Der beim Reifen aufziehen wird morgen auf jeden Fall auch erstmal wieder lachen, weil das Ding zu wuchten macht aktuell mit dem Gummi drauf natürlich gar keinen Sinn. So, ja, pass auf, jetzt müssen wir noch einmal kurz drüber reden, was wir eigentlich vorhaben. Also, wir stecken jetzt die Felgen einmal zusammen. Das ist eigentlich relativ einfach gemacht. Immer wieder krass, wie geil die passt, ne? Ja, ist echt heftig. Dazu kann ich jedem nur empfehlen, Schrauben, ruhig immer neu kaufen. Sind 80 Stück, 80 Muttern dazu. Haben, glaube ich, keine 90 Euro gekostet mit Versand. Das ist einfach ein Preis, da braucht man nicht anfangen, die alten Schrauben nochmal wieder zu polieren, aufzuarbeiten, wie auch immer. Ja, vor allem, du weißt dann, ob es schon mal einer zu festgezogen hat. Genau. Oder? Ganz wichtig, ein bisschen Schraubensicherung drauf und nicht zu festziehen, 24 Newtonmeter. Wir machen das immer kreisrund. Und ja. Dichten brauchen wir ja nicht, ist ja nur zweiteilig. Ne? Genau. Ich habe mal so RS zusammengebaut, das war, boah. Normalerweise, es gibt dreiteilige Felgen, da ist hier zwischen, also Innen- und Außenbett. Und bei der Le Mans-Felge ist es zum Glück so, dass nur der Stern ein Teil ist. Und Innen- und Außenbett ein Teil ist. Das heißt, die Luft kann von hier gar nicht raus. So, das heißt, abdichten braucht man nichts. Wo wir nochmal überlegen müssen, ist mit puncto Kappe. Ich weiß noch, du wolltest damals irgendwie diese Japan-Decke haben. Genau, also wie gesagt, damals war es ja so, ein Bremssattel musste rot. Das waren 5 PS damals gefühlt. Und zum roten Sattel musste ein roter Deckel rein. Und auch da hatte ich mir halt extra originale Japan-Deckel besorgt. Das wird natürlich jetzt im Falle des Dreiers... wahrscheinlich schwierig aussehen, zum grünen. Ich glaube, das waren damals schon immer irgendwie so 160 Euro die Deckel. Ja, ich glaube. Aber ich habe beim örtlichen Reifenhändler, das waren wahrscheinlich nochmal 20% mehr. Aber ich hatte Angst, auf bei eBay Fake zu kaufen, ne? Weil ich, da gibt es ja ohne Ende Nachbauten. Ne? Sonst gibt es ja noch blau, grün, glaube ich, ne? Und ja, die originalen schwarzen und so ein Schwarzcarbon. Und so ein Carbon irgendwie, ja. Ich finde, so eine Nabenkappe ist eigentlich genau jetzt ein Thema für euch. Vielleicht hat ja einer von euch Bock, der einen 3D-Drucker zu Hause hat, uns 4 Deckel zu drucken, wo er in Erhaben den VR6-Schriftzug stehen lässt. Mhm. So, weil dann würde ich nämlich das Ding zum Lacker bringen, lackieren lassen, anschließend vielleicht mit ein bisschen Harz auffüllen. Und dann könnten wir es vielleicht noch ein paar Kappen selber machen. Sind ja noch 10 Wochen Zeit. Bis genau, ist ja noch so lange Zeit bis zur ersten Motorshow. Ja, jetzt letzter Punkt, bevor wir es zusammenbauen. Wir sind uns noch nicht einig, wie diese Felgen am Ende auf dem Golf 3 aussehen. Genau. Also dein Bruder ist ja skeptisch mit dieser Sleeper-Optik, sag ich mal, ne? Ich freue mich drauf, weil es endlich mal was Frisches, Neues auf dem Auto. Sieht jetzt ja nun seit 2-3 Jahren, wann haben wir das Auto gebaut eigentlich? Ja, sind schon fast 3 Jahre jetzt. Ja. Also 2,5 Jahre, ja. Wir kann haben halt auch die falsche Botschaft werden. Wir haben so viel Zeit und Liebe und Mühe in dieses Auto mittlerweile gesteckt, weil mittlerweile ist das Auto ja wirklich ein fester Bestandteil aus unserem Fuhrpark, dass ich auch finde, man kann da ruhig mal was machen. Das heißt ja nicht, dass die alten Felgen wegkommen, mhm, weil alles, was mit Performance zu tun hat, Events und so weiter, wird immer die Jubi-Felge in 16 Zoll drauf sein. Aber gerade jetzt für so eine Messe finde ich schon, dass man mal was Frisches probieren, ja, kann. Was heißt Frisches? Le Mans-Felge ist so klassisch, das kann nur gut aussehen. Aber natürlich wollen wir jetzt auch nicht die Optik von dem ganzen Auto zerstören, sondern es soll weiterhin sleeper bleiben. Ja, es wird natürlich steht und fällt so ein bisschen mit der Höhe von dem Auto. Wenn das Ding Baumhaus hoch ist, dann ist es halt... Die aktuelle Fahrzeugstellung ist ja eher Keilform, sein Vater. Ja, Ali. Ja. Wegen Pengformance. Ja. Wir wollten, dass das Auto natürlich beim Beschleunigen so stehen bleibt, dass jegliches Gewicht auf der Vorderachse bleibt und das Auto hinten nicht eintaucht bei Frontantrieb, weil wir die Kraft auf den Vorderrädern für die Beschleunigung brauchen. Aber das können wir jetzt nur noch ein bisschen anpassen. Aber pass auf, ich habe eine Idee. Jetzt seid ihr gefragt, wenn dieses Video online ist, werdet ihr entweder einen angepinnten Kommentar oder in der Beschreibung einen Link finden zu einer Abstimmung. Ich denke mal, ich werde diese Abstimmung bei mir einfach auf YouTube auf dem Kanalboard machen. Und da könnt ihr abstimmen, ob Le Mans-Felgen oder Jubi-Felgen, wenn ihr das Video natürlich gesehen habt.
Und solltet ihr der Meinung sein, wir müssen das Auto zur Essen Motorshow mit den Jubi-Felgen mitbringen, dann werde ich tatsächlich die Jubi-Felgen wieder draufstecken. Dann werde ich heulen. Da hängen wir auf jeden Fall zwei auf den Stand. Genau, dann machen wir mit den vier Rädern. Wobei, wir bauen doch gerade noch was anderes. Da könnte man da auch noch vier Räder dran stecken. Ja, stimmt. Stimmt. Ist auch motorisiert. Witzig wäre, wenn es 50-50 ausfällt. Ja, 50-50 haben wir ein Problem, dann müssen wir gucken. Nein, wenn ihr wirklich der Meinung seid, das Auto lebt von den Jubi-Felgen, aber gibt den Le Mans-Felgen erstmal eine Chance, wartet ab, wie das am Ende von diesem Video aussieht. Dann gucken wir mal. Das Problem ist, es wird natürlich ein ganz anderes Auto daraus machen. Ne? Genau. Das Konzept ist wahrscheinlich hinfällig mit diesen Rädern, weil es sofort poliertes Bett, groß, tief oder tiefer zumindest. Wobei man jetzt auch sagen muss, welches Konzept, ne? Also, ja, das Konzept, dass an der Ampel das Auto halt null auffällt, bis auf die Lautstärke. So, aber man darf ja auch nicht vergessen, eigentlich ein Auto kann halt auch einfach mal einen Messeradsatz und einen Straßenradsatz haben. Ne? So, brauchen wir sich's vormachen. Jedes Auto, was auf der Messe stand, war kloppetief. War so tief, dass es schon gar nicht mehr auf der Straße fährt. Ja. Das würde ich jetzt mit diesem Auto nicht machen. Aber gib dem Auto einfach eine Chance, mal gucken. Die Jubi-Felgen können nämlich dann aufbearbeitet werden, weil dann können wir sie endlich mal abnehmen und können die auch mal ein bisschen frisch machen, weil die sind noch wirklich unbehandelt und jetzt auch ein bisschen ins Alter gekommen. Das ist ja wie mit einer Frau, da fasst man vielleicht mit 40 auch mal. Ja, auf jeden Fall lange Rede. Wir stecken jetzt erstmal kurz die Räder zusammen und dann gehen sie aufs Auto. Bin ich da jetzt so drauf? Hier ja. Noch ja, ne? Ja, also schon so ist krass. Ja, Wehmeier, das war's. Ah, guckt sie euch an. Wie lange hat's gedauert jetzt wohl? In voller Pracht. War nicht lange. Also eine Bierlänge und ich würde sagen, eine Bierlänge und eine Stunde ungefähr. Ne? Räder sind zusammen. GoPro-Akku ist leer, wie man das so kennt. Ich würde sagen, ab zum Reifen aufziehen und dann ab auf den Golf. Gesagt, getan. Reifen sind aufgezogen. Vielen Dank. Nochmal ein Reifenquick, mal wieder fürs schnelle Aufziehen hier. Ja, wir ziehen übrigens das ganze Video mal tatsächlich nur mit diesem Stick, ey. Nur mit GoPro aus. Hier, weil ich habe hier so ein neues Setup und das will ich unbedingt mal testen, mal gucken. Also ich hoffe, das Video ist nach euren Vorstellungen, aber wir hören ja immer wieder, dabei sein ist alles. Pass auf, als allererstes kommt jetzt hier Highlight, das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Wir müssen die Butze mal wiegen. Ja, du stellst dich da jetzt, soll ich da jetzt drauf fahren? Ja, du fährst. Boah, mit der Kupplung. Du fährst da jetzt drauf. Du fährst da drauf und wir gucken uns das an, wie Wehmeier das hier mit der Sportkupplung macht. Ja, wahrscheinlich ist gleich entweder dreimal abwürgen oder die Rampen liegen da hinten. War los da, 8,5. Jawohl. Meine, ne? Ja. 1145 Kilo. Okay, was geht im Kofferraum so ab? Kofferraum geht gar nichts ab. Hast du reingeht? Ja, ja. Vorher schon mal die Brenner? Nee, hier ist relativ wenig, ne? Nur mein Helm. Ja, nur dein Helm. Ja, okay, wisst ihr Bescheid. 1145 Kilo. Ist laut, ne, das Auto, ne? Die Chefin guckt zu mir. ja, das heißt, wir sind so auf jeden Fall
Ja, ist auf jeden Fall. Also was heißt, wir sind jetzt ja auch mittlerweile vom Gewicht her immer verwöhnt. Aber es sind halt schon 250 Kilo mehr als ein Golf, ne? 200 Kilo. Also zum Schluss mit der Lippe und so, würde ich auf jeden Fall sagen 200 Kilo, ja. 200 Kilo, ne? Also zusammengefasst, 1146 Kilo. Marius Golf hatte ungefähr 920, 930 bis 950 am Ende. 200 Kilo mehr, was natürlich der Traktion schon ganz zugute kommen kann, weil die 200 Kilo sind halt auch definitiv auf der Vorderachse mehr. Weil guck mal, das Auto wiegt auf der Vorderachse schon fast 800 Kilo, ne? Mhm. So, ne? Ja, ich hatte ja hinten. Ich meine, krass, wie schwer der auch hinten ist. Ich meine, du hattest vorne so, ich sag mal, 600 und hinten 300. Sagen wir 650, 250. Ja. So in dem Dreh, ne? Also der hat schon gut mehr Gewicht vorne. Gut, das heißt, da musst du dann aber auch leistungsmäßig ein bisschen mehr abgehen. Ja, ja, da. Das waren ja 3 Bar plus. Also ich denke mal, passend zu den 200 Kilo mehr wird der Koffer auch garantiert. Guck mal, wir waren ja bei dir auch nur 800, das waren ja nur 880 PS. Also. Das waren ja noch nicht diese 950 PS. Ja, aber dann wären das ja hier 150 PS. Ja, genau, hätte ich jetzt auch gedacht. Deswegen, ich habe mich auch freiwillig hochstufen lassen in die Klasse 1. Wir waren eigentlich Klasse 2 angemeldet. Klasse 2 geht bis 1000 PS. Ja. Ja, das müssen mehr gewesen. Also ich sage, wir waren irgendwo 1050 bis 1100. Mal gucken, vielleicht testen wir es noch. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber ich würde sagen, erstmal einmal rückwärts runter und dann stecken wir die Le Mans mal drauf. Wobei er jetzt gerade wieder so mit den Felgen eigentlich ganz gut aussieht, ne? Ja, das wird auch noch eine kritische Sache hier gleich. Weil die dicken Pellen und so, das passt ja schon so ein bisschen. Ja, es ist halt 100% Sleeper. Wirklich, also... Ich bin gespannt. Weißt du, weil jetzt ist ja auch nicht so mit VR6-Lippe und so. Nee. Also auch schmale Lippe. Nein, wir gucken mal. Nee, das ist schon von der Optik her. Ja, ich sag mal auch, wie gesagt, siehe Wörthersee, wie das Ding ankommt, dafür, dass das Ding so dezent ist, ne? So dezent leise ist, ja. So dezent leise ist, genau. Da müssen wir dran arbeiten. Aber ich denke auch, auf jeden Fall. Aber wir gucken mal, wir stecken mal die Räder drauf. Wir dachten tatsächlich, wir brauchen wegen der Bremse hier eine Distanzscheibe. Das ist aber tatsächlich eher so, dass wir nach innen eine Distanzscheibe brauchen, weil es am Federbein anliegt. Aber Selim, vielen Dank, weil das Ganze wieder spontan ist, habe ich Selim gestern angeschrieben, ey Brudi, brauch ein paar Distanzscheiben. Und er hat tatsächlich direkt 5er und 8er rausgeschickt. So, bei den 5er Platten ist immer das Problem, also das Gute, die 5er haben in der Mitte noch eine Mittenzentrierung. Das heißt, das Rad ist immer noch zentriert auf der Radnabe. Irgendwann, wenn die Platte zu dick wird, greift diese Zentrierung nicht mehr in eine Felge. Und dann fängt das Rad nämlich so an zu vibrieren. So, und hinten lassen wir in weiser Voraussicht einfach die 15er gleich drauf, die drauf waren. Ne? Ja, so ein bisschen braucht einer Teil eher. Ne? So, wir verändern ja am Fahrwerk erstmal rein gar nichts. Sondern lassen die Höhe. Wir müssen auch dazu sagen, die Kante ist nicht umgelegt bei dem Auto. Ah ja. Das heißt, so richtig im Keller wird es dann eh schleifen. Vielleicht finden wir so einen Kompromiss irgendwie. Ja. Das heißt, die lassen wir? Ja, ja. Die kannst du aber drauf. So, ich mache eine Sache auf jeden Fall, weil ich doch gerade begeistert bin, wie leicht. Du wiegst jetzt nochmal die Felge. Genau, ich wiege jetzt die Felge. Ich hätte gedacht, ehrlich gesagt, dass die 16 Zoll viel, viel, viel leichter ist. Halte ich aber irgendwie für ein Gerücht. Reifenbreite bei beiden 205, also kein Unterschied. Ist tatsächlich ziemlich schwer, ehrlich gesagt, für eine 16 Zoll. Diesen Selfie-Modus, also bitte entschuldigt, wenn das Video ein bisschen verwackelt ist. Diesen Selfie-Modus muss ich erst noch ein bisschen üben. Ja, doch, fast. Also ich lag gar nicht so falsch. 15,5 zu 15,2. Oh. Aber immerhin nicht schwerer. Ja. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass es schwerer ist. Das hätte ich auch gedacht. So, hier ganz wichtig, bevor wir ihn ablassen.
Ja, die kommt tatsächlich genau gegen die Spezialantriebswelle. Ja, da müssen wir das Hütchen da ein bisschen... Aber ehrlich gesagt finde ich selbst die roten Deckel gar nicht so schlecht. Muss mal so von hinten gucken, sieht schon irgendwie ganz geil aus. Liegt aber auch daran, dass ich so ein Le Mans-Vollfan bin. Ja, ich auch. Es gibt ja... Bei Le Mans-Felgen ist es ja immer folgendermaßen, entweder man liebt sie oder man hasst sie. Ich habe diverse Kumpels, Grüße an Eugen gehen raus. Der hasst die Felgen. Er sagt ganz schlimme Felge. Ich mag sie auf jedem Auto. Wirklich. Ja, lass mal runter. Na, weit geht er ja nicht. Boah. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Felge haut mich jedes Mal wieder um. Passt auch, finde ich persönlich, wirklich wie Arsch auf einmal aufs Auto. Weißt du? Aber klar, ist natürlich in dem Moment sofort... 2 cm zu hoch. Ne? Ja, ja, klar. Also er müsste natürlich vorne definitiv eher hier so. Also, ja, Fingerbreite. Und hinten, klar, ein bisschen mehr. Hinten könnte noch ein bisschen mehr. Aber pass auf, jetzt zeige ich euch mal den krassen Unterschied. Ja, so sieht das Ganze halt aus ohne Le Mans. Für mich macht es immer noch viel aus, ob Reifenglanz drauf ist oder nicht. Ja, also brauchen wir uns nichts vormachen, ne? Wenn du von hier drauf guckst, so diese Linie mit den Le Mans Felgen ist gleich ganz anderes Auto. Ja. Also ist wirklich leider sofort Tuning, mhm. Sleeper. Tuning, Sleeper. Aber ja, schon noch vernünftiges Tuning, so, ne? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, für mich steht das Rad auch so perfekt, ne? Ja. 5 mm vorne, 15 hinten, fertig. Ja. Finde ich wirklich. Ich kann jetzt halt echt überlegen, ob man ihn vorne ja, noch so 8 mm bis 1 cm runterdreht und hinten. Hinten dann halt irgendwie, weiß ich nicht, der ist ja hinten eine ganze Ecke höher, ne? Aber ich finde es cool. Klar, die roten Deckel kann man sich drüber streiten. Boah, selbst die finde ich ehrlich gesagt sogar ganz cool. Aber... Also ich würde sagen, wenn es nach mir gehen würde, würde ich das Auto mit den Le Mans auf die Messe stellen. Weil es ja. Passt einfach zu den Autos, die ihr bei uns so auf dem Stand sehen werdet. Aber wie ich angekündigt habe, ihr findet angepinnt in den Kommentaren einen Link zum Abstimmen. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Ich feiere es übelst. Alleine, weil die Felge so geil neu aussieht. Poliert, silberner Stern. Ja. Mehr geht eigentlich, ne? Wobei es auch oft wahrscheinlich auf dem Video nicht so rüberkommt wie in live, natürlich leider. Aber... Was ich krass finde, ist, ich finde, das Auto sieht... Hast du ausgetrunken, ne? Ich finde, das Auto sieht mit den Felgen älter aus. Ich finde, er sieht hochwertiger aus. Ja. Er sieht hochwertiger aus, aber ich finde tatsächlich, das Auto sieht mit den Rädern älter aus. Aber wann kam so eine Felge wohl? Kam die erst in den 2000ern oder schon in den 90ern? Nee, früher. Echt? Also ich glaube, die Le Mans-Felge gab es schon früher. Oder heißt die Le Mans, weiß auch noch zur Le Mans-Zeit? Ja, also das weiß ich nicht, da bin ich wirklich überfragt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ab wann es die Le Mans-Felgen gab. Ich denke mal aber schon so ab den 90ern. Ja, ja, wir schmeißen das gleich weg. Wir schmeißen das gleich weg. Ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Entschuldigt jegliche Verwackler, schlechte Tonqualität oder ähnliches. Schreibt in die Kommentare, wie es ihr findet. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Alternativfelgen wisst. Fleißig abstimmen. Und ja, Marius, danke für die Leihgabe. Ne? Sehen gut aus, die Felgen auf dem Auto. Und ja, in diesem Sinne, kleines Sonntagsvideo, ein bisschen Vlog-Style. Mir hat Spaß gemacht. Ich feiere es. In diesem Sinne. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag.